Vision Gold wird Ihnen präsentiert vom weltweiten Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele. Toyota. Vision Gold im Oktober mit U19-Ruder-Weltmeisterin Alexandra Föster. Und mit der ganz besonderen Geschichte der Segler Alisa Stuhlemmer und Paul Kohlhoff. Es geht in beiden Fällen um Vertrauen, Freundschaft, Ehrgeiz und große Ziele. Wir sind auf dem Hennesee im Hochsauerland. Fast jeden Tag ist hier, egal bei welchem Wetter, diese junge Frau mit ihrem Trainer anzutreffen. Aus gutem Grund, denn sie ist sehr ehrgeizig und hat Großes vor, will auf jeden Fall einmal eine Rudermedaille bei Olympia gewinnen. Ich bin Alexandra Föster und ich bin 17 Jahre alt und ruder am Ruderclub Meschede. 2019 ist ihr bis jetzt bestes Jahr. Sie krönt sich auf dem Wasser im Einer und auf dem Rudertrainingsgerät in der Halle zur Besten der Welt in ihrer Altersklasse. Meine größten Erfolge sind der erste Platz bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Tokio im Einer und der erste Platz bei der Ergometer-Weltmeisterschaft in Los Angeles. Wer den Erfolg von Alexandra Föster verstehen möchte, muss zunächst die besondere freundschaftliche Beziehung zu ihrem Trainer Sebastian Kleinsorgen anschauen. Nicht nur auf dem Wasser sind die beiden oft zusammen zu sehen, auch beim Hausausbau des Trainers für seine Familie hilft die junge Frau, wann immer es geht, tatkräftig mit. Das muss ja nur an Strom. So. Das wird hinterher mit in der Steckdose verbunden, damit du Strom hast. Und dieses hier soll jetzt da unten hin. Ich mal gucken. Die beiden wohnen in derselben Straße in Meschede, einer Kleinstadt im Hochsauerland, ganz in der Nähe des Hennesees. Seit 6 Jahren trainieren die beiden zusammen. Die junge Sportlerin ist überhaupt erst zum Rudern gekommen, weil ihr heutiger Trainer sie damals angesprochen hat. Wir haben so ein Straßenfest einmal im Jahr hier mit den Nachbarn und sie war damals 11 und ich wollte, dass sie unbedingt mal mit zum Training kommt. Und so als Deal, den sie dann mit mir ausgehandelt hat, musste ich sie dann ein Wochenende lang auf der Schulter hier während des Straßenfestes tragen. Ich weiß gar nicht, wie er das geschafft hat, weil ich so damals schon so ein bisschen schwerer war, sag ich mal. Die Schultern haben es ausgehalten. 11-jähriges Mädchen schafft man. Ein lustiger Deal als Beginn einer sehr erfolgreichen sportlichen Partnerschaft. Montags kam sie dann darauf mit mir zum Training und hat dann auch gleich eigentlich relativ viel Spaß daran gefunden. Ich bin ja noch beim zweiten Mal oder beim dritten Mal direkt gekentert. Einmal war das auch nicht schlimm. Es war ja im Sommer und warm, das Wasser auch relativ. Und das war einfach, fand ich cool. Ich habe damals auch Tennis gespielt und das war jetzt nicht mehr so mein Ding und deswegen war das auch ganz passend, dass ich dann eine neue Sportart quasi so gefunden habe. Und ja, das hat mich schon von Anfang an begeistert, das Rudern. Anfang August 2019 reist sie mit dem Deutschen Ruderverband nach Japan. Die U19-Weltmeisterschaften finden dort auf der neuen Olympia-Regatta-Strecke in der Bucht von Tokio statt. Das Besondere, es ist eine Salzwasserstrecke. So etwas gibt es nicht oft weltweit. Knapp 3 Jahre haben die Japaner den schon bestehenden Kanal umgebaut, versucht, ihn wettkampftauglich zu machen. Wind, Wellen und Sonne machen es im August trotzdem nicht einfach. Aber Alexandra Föster war davor 4 Wochen mit ihrem Trainer in der Nähe von Berlin im Trainingslager. Das zahlt sich aus. Im Finale gewinnt sie mit 6 Sekunden Vorsprung, wird danach voller Stolz in ihrer Straße in Meschede empfangen. Diese Momente wird die junge Sportlerin nie vergessen. Alexandra Föster ist fast schon Teil der Familie Kleinsorgen, verbringt viel Zeit dort, passt auch immer wieder auf die beiden kleinen Töchter auf. Sie hat ein zweites Zuhause gefunden, geht hier ein und aus und wird für ihre große Hilfsbereitschaft auch gerne und oft von Sebastian und seiner Frau Maria bekocht. 2019 war nicht nur das sportlich erfolgreichste Jahr der jungen Frau, sie hat fast nebenbei auch noch ihr Abitur gemacht. Jetzt fängt sie gerade mit dem Studium an, Elektrotechnik an der Fachhochschule in Meschede. Von den Fächern her, die man da macht, so mit Physik und Mathe, das war halt auch schon immer so mein Ding. Und in Meschede passt es mir auch ganz gut, weil ich kann da noch einfach hier trainieren.
Das Trainieren steht bei ihr eben klar im Mittelpunkt. Es ist keine Frage für sie, wie die Prioritäten in den nächsten Jahren verteilt sein werden. Wenn ich dann ein Semester länger brauche oder so, damit ich vernünftig trainieren kann, dann ist mir das dann auch egal, wenn ich dann dafür die entsprechenden Erfolge einfahren kann. Alexandra Föster ist eben sehr ehrgeizig. Sie hat schon früh gemerkt, dass sie nicht nur zum Spaß rudern möchte. Mit 13 oder 14, da bin ich dann im Einer gefahren, auch auf Bundeswettbewerben und so. Und da wollte ich schon die Beste sein und da wollte ich das auch später im Juniorenbereich und so fortsetzen. Und ich glaube, da hat das so angefangen, dass ich auch dann nach ganz oben wollte. Der Ehrgeiz ist manchmal ein bisschen zu groß. Ja, man muss sich schon etwas bremsen teilweise, um so das, was man sich erarbeitet hat, auch so ein bisschen zu festigen und nicht sofort wieder einen Schritt weiter zu gehen. Wer so viel Zeit so intensiv zusammen verbringt, der ist natürlich nicht immer einer Meinung. Es gibt manchmal so Situationen, da seit 10 Schlägen konzentriert man sich dann auf eine Sache und dann nach diesen 10 Schlägen, wo man sich gerade darauf konzentriert, da wird das dann gesagt, ja, mach das mal besser oder so. Und da denkt man sich dann schon so, ja, warum mache ich denn das gerade? Das mache ich ja gerade schon die ganze Zeit. Natürlich gibt es Reibungspunkte oder Diskussionspunkte, die vielleicht zu Unverständnis führen zwischen Trainer und Sportler. Aber dafür sind wir ja da und müssen eben miteinander arbeiten und auskommen. Und das ist eben dann hinterher auch der Punkt, wo man sagt, ja, es hat dann funktioniert. Wir sind zurück auf dem Wasser, da, wo Alexandra Föster sich seit Jahren am wohlsten fühlt. Und zwar nicht in einem Mannschaftsboot, sondern im Einer. Da kommen ihre Stärken am besten zur Geltung. Ich war noch schon relativ lange Einer und ich komme ganz gut damit klar, dass ich da alleine bin und für mich mein Ding durchziehe. Sie zieht ihr Ding durch mit aller Entschlossenheit. Gemeinsam tüfteln Trainer und Sportlerin vor den Rennen einen Plan aus und der wird dann genauso durchgezogen. Wie bei der Junioren-WM in Tokio, als sie den Titel gewinnt. Dieser große Erfolg soll aber erst der Anfang gewesen sein. Das ist ein ständiger Prozess, der stattfindet, wo man immer wieder lernt, aber auch jetzt, trotz des Titels, immer noch nicht am Ende des Lernvorgangs ist. Vorne nicht reinducken, ja? Genau. Also, wenn du vorne liegst, groß bleiben, halt den Kopf oben. Augen übers Heck auf jeden Fall wieder. Sebastian Kleinsorgen kommt selbst nicht aus dem Leistungssport. Er ist zwar in der Jugend auch viel gerudert, aber mehr als Hobby. Dann ist er in den Trainerjob so reingewachsen, wie er selbst sagt, mit seinen Athleten besser geworden. Vor allem die Arbeit mit Alexandra bringt auch ihn ständig weiter. Jede Regatta ist im Grunde genommen für uns immer wieder eine Erfahrung. Jedes Trainingslager ist eine Erfahrung, wo Punkte aufkommen, die mir so nicht bewusst waren, der Sportlerin oder dem Sportler nicht bewusst waren, wie es sich vielleicht im Boot anfühlt, unterschiedliche Techniken einzusetzen. Man kann es an vielen Punkten eben festmachen, dass man nie auslernt. Ein Vorbild hat Alexandra Föster übrigens nicht. Die Leistungen von einer Weltmeister Oliver Zeitler begeistern sie. Aber sie möchte ihre eigene Geschichte schreiben. Und die soll auch ein olympisches Kapitel beinhalten. 2020 kommt noch zu früh, aber 4 Jahre später in Paris möchte sie schon dabei sein. Das erste Olympia, quasi, was ich so richtig mitbekommen habe, seit ich ruder, ist eigentlich das letzte auch, also in Rio 2016, weil 2012 habe ich ja noch nicht gerudert. Und das ist natürlich ein Riesentraum für mich, auch mal bei Olympia zu starten und eine Medaille zu holen. Große Pläne, die aber auch mit einem Wermutstropfen verbunden sind. Ja, für mich bedeutet es eigentlich nichts Gutes, denn wenn sie ja weiterhin auf so hohem Niveau rudert, werde ich sie dann in die Hände der Bundestrainer geben. Und ich werde mir das Spektakel dann natürlich von außen anschauen. Irgendwann wird Alexandra Föster sehr wahrscheinlich diesen Schritt gehen. Raus aus Meschede, weg von ihrem Heimtrainer. Dann wahrscheinlich hin zum Olympischen Ruderzentrum in Berlin. Aber bis dahin werden die beiden noch viele gemeinsame Tage verbringen. Auf der Baustelle und auf dem Hennesee. In der Olympiastadt von 2020 wird mal wieder neueste Technik präsentiert. Dieses Mal geht es um die Sicherheit. Gesichtserkennung soll überall eine große Rolle spielen bei dem Weltereignis im nächsten Jahr.
Und zwar für alle rund 300.000 Personen, die mehr oder weniger direkt beteiligt sein werden. Wenn das Gesicht mit dem zuvor eingescannten übereinstimmt, ist alles kein Problem. Wird geschummelt, so wie hier, schon. So soll Unbefugten ganz einfach, ohne großen Aufwand, der Zutritt verwehrt werden. Und gleich bei Vision Gold. Zwei Segler mit einer ganz besonderen Geschichte. Sie sind in der schnellsten olympischen Bootsklasse unterwegs. Eine schwere Krankheit beendet fast ihren großen Traum. Aber jetzt sind sie motivierter denn je. Zurück bei Vision Gold. Alexandra Föster trainiert fast jeden Tag mit ihrem Trainer Sebastian Kleinsorgen auf dem Hennesee im Sauerland. Die beiden haben Großes vor. Im Sommer ist die junge Frau in Tokio schon U19-Weltmeisterin im Rudereimer geworden. Wir sind auf der Kieler Förde an der deutschen Ostseeküste. Hier trainieren die besten deutschen Seglerinnen und Segler in den 10 olympischen Bootsklassen. Dazu gehören auch diese beiden. Ich bin Paul Kohlhoff, ich bin Steuermann auf dem Nacka 17 Katamaran. Ich bin Alisa Stuhlemmer und ich bin Vorschotterin. Alisa Stuhlemmer und Paul Kohlhoff sind auf einem Katamaran unterwegs, der Nacka 17 genannt wird. Es ist das schnellste olympische Boot mit Geschwindigkeiten von bis zu 50 Stundenkilometern. Dann heben sich beide Kufen aus dem Wasser. Es gibt kaum noch Gleitwiderstand, nur noch die sogenannten Schwerter berühren die Oberfläche. Das Boot fliegt. Das ist so, wie wenn ein Flugzeug startet. Wenn das Boot schnell genug ist, dann geben die Flügel so viel Auftrieb, dass es abheben kann in die Luft. 2011 wird das Nacka 17-Boot für das leistungsorientierte Segeln überhaupt erst entworfen. Schon 2016 ist es als neue Klasse bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro dabei. Das Besondere, die Wettkämpfe werden im Mixed ausgetragen. Es ist also immer ein männliches und ein weibliches Besatzungsmitglied an Bord. Wir sind beim Krafttraining. Immer wieder steht es auf dem Programm der beiden, denn in einem Nacra-Boot muss die Besatzung topfit sein. Das Gleichgewichtsgefühl ist für sie elementar. Unser Boot wackelt ja sehr, weil es fliegt. Und damit wir beim Segeln, wenn das Boot abstoppt in der Welle, nicht mit nach vorne fliegen und nicht umfallen, üben wir halt das so ein bisschen auf Gymnastikbällen. Die Kräfte, die da wirken, sind vergleichbar mit dem in einem Auto, nur dass wir halt im Trapez stehen, also nur an einer Leine festgebunden sind und deswegen relativ viel hin und her gesteuert werden. Da ist es ganz wichtig, dass man einen starken Rumpf hat. Segeln ist ein komplexer und teurer Sport. Eigentlich muss man in diese Sportart hineingeboren werden, sonst ist es kaum möglich, richtig weit zu kommen. So war es auch bei Alisa und Paul. Wir hatten beide das Privileg, dass wir hier im Norden aufwachsen konnten, relativ weit im Norden. Ich bin hier um die Ecke direkt groß geworden, zumindest ab der, glaube ich, zweiten Klasse oder dritten der Grundschule. Wir haben auf dem Boot laufen gelernt und dann bin ich mit 8, glaube ich, in Opti, also die kleinste Bootsklasse, die man dann noch alleine segelt, eingestiegen. Natürlich dann noch mit Mamis und Papis Support immer an meiner Seite. Paul Kohlhoff ist mit 24 vier Jahre älter als Alisa. Er hat mit seiner vorherigen Partnerin bereits an den Olympischen Spielen 2016 teilgenommen. Die Vorbereitungszeit damals direkt nach dem Abitur ist allerdings viel zu kurz. Platz 13 in Rio ist eine Enttäuschung für die junge Combo, die sich nach den Spielen trennt. Paul Kohlhoff findet mit Alisa Stuhlemmer schnell eine neue Partnerin. Ich glaube, die Tatsache, dass wir uns gegenseitig behandeln können, im Endeffekt wie Geschwister, also mit totaler Transparenz, immer offen miteinander reden können, Probleme auch direkt auf den Tisch bringen zu können, ist eine besondere Qualität, die dazu führt, dass kaum Konflikte entstehen und wenn doch, wir immer irgendwie rationalen Weg finden, die zu lösen. Ich war ja, kam quasi direkt aus dem Jugendbereich, als Paul mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, mit ihm die Kampagne zu machen. Und für mich war es natürlich eine tierische Chance. Paul war für mich auch immer eine Art von Vorbild. Er hat mich im Jugendbereich schon gecoacht und ich habe extrem viel von ihm lernen dürfen. Ja, im Endeffekt bin ich super glücklich, dass wir so zusammengekommen sind. Als ich sie das die ersten paar Male so erlebt habe, teilweise auch als Trainer, aber wir sind auch, glaube ich, mal eine Zeit lang so ein bisschen gegeneinander gesegelt,
da war eigentlich schon klar, dass es nicht viele Mädels gibt, die so verrückt nach Segeln sind. Und irgendwann entwickelt sich dann die Erkenntnis, dass es auch nicht viele gibt, die so verrückt nach seglerischem Erfolg sind. Klar muss man sagen, war es am Anfang natürlich nicht 50-50 verteilt in der Kampagne, aber Paul hat es auch immer so formuliert mir gegenüber, dass das quasi das Ziel ist und mir immer die Verantwortung gegeben, damit ich auch die Fehler machen. Ich war einfach frei, die Fehler zu machen, die ich machen musste, um daraus zu lernen. Im besten deutschen NAKRA 17-Boot ist Paul Kohlhoff der Chef, der Steuermann und Alisa Stuhlhammer die Vorschotterin. Das heißt, sie bewegt sich vorne im Boot, kümmert sich um das Gleichgewicht und bedient die Segel. Sie haben sich schnell einen Namen gemacht in der Szene. Bei der Olympischen Testregatta im Sommer vor Enoshima feiern sie einen Tagessieg und belegen am Ende Rang 6. Obwohl die beiden noch sehr jung sind für ein NAKRA 17-Duo, gehören sie schon jetzt zum erweiterten Favoritenkreis für die Olympiarennen in Tokio. Davor müssen sie allerdings erst noch einen Startplatz erkämpfen und sich gegen die nationale Konkurrenz durchsetzen. Aber sie sind auf einem richtig guten Weg. Sie haben große Ambitionen, in Tokio dabei zu sein und eine Medaille zu gewinnen. Aber sie haben natürlich auch noch die Möglichkeit, 4 Jahre später in Frankreich erfolgreich zu sein, wenn die Ruder-Events in Marseille stattfinden 2024. Ihre Kampagne, wie es im Rudern heißt, ihre gemeinsame Zeit im Boot, also mit dem Ziel, möglichst erfolgreich zu sein, steht ja noch ganz am Anfang. Trotzdem sind ihnen der große Ehrgeiz und die extreme Fokussierung immer anzumerken. Auch bei der täglichen Analyse mit Trainer Markus Lynch. Sie sind sehr selbstkritisch. Sie pushen sich jeden Tag, wenn ich hier bin. Aber es ist genauso, wenn ich nicht hier bin. Sie nehmen nie den Fuß vom Gas. An diesem Tag geht es bei der Analyse um den Start. Auch bei den NAKRA 17-Rennen ist er extrem wichtig. Wir fangen im Prinzip schon weit vor dem Start an, uns Gedanken darüber zu machen, welche Seite bevorteilt ist und wo wir auf der ersten Kreuz hin wollen. Das erfordert eben ganz besondere Techniken und daran arbeiten wir eigentlich nonstop, weil es so wichtig ist, auf einem ganz hohen Niveau, wenn man gegen die Weltklasse-Leute segelt, sich behaupten zu können, um die beste Position am Start. Ja. Paul Kohlhoff ist glücklich, dass er sich im Herbst 2019 Gedanken über so vergleichsweise banale Dinge wie Starts bei Segelrennen machen darf. Vor knapp 2 Jahren kämpft er nämlich um sein Leben. Im Wintertrainingslager auf Mallorca erleidet er einen Hirnschlag, wird viele Wochen lang in Spanien behandelt. Wie ich damit umgegangen bin, weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich weiß aber noch, dass es erstmal unglaublich war. Also ich konnte mir einfach nicht vorstellen, nicht mehr in der Lage zu Dingen zu sein, die man sonst für absolut selbstverständlich hält im Alltag. Ich habe einfach die ganze Zeit gehofft, dass alles gut geht. Ja, ich hatte das Glück, dass eigentlich ich über den ganzen Zeitraum von meinen engsten Freunden, meiner Familie und sowas so supported wurde, dass nie auch nur ein Zweifel aufgekommen ist, dass ich wieder gesund werden würde. Ich war und bin super glücklich in dieser Partnerschaft. Deswegen gab es für mich eigentlich zu keiner Zeit da irgendwie die Option oder ich habe auch gar keinen Gedanken damit daran gehabt, irgendwie die Partnerschaft zu wechseln oder den Segelpartner zu wechseln. Ach, ich glaube, dass jeder, der so ein einschneidendes gesundheitliches Erlebnis hinter sich hat und auch immer wieder daran erinnert wird, so wie es bei mir der Fall ist, auf unterschiedliche Art und Weise, das Leben, die Gesundheit und die Freiheit machen zu können, was man will, so ein bisschen, viel mehr zu schätzen weiß als jemals zuvor. Es war natürlich eine super intensive Erfahrung, auch als Team, vor allem die Zeit, die wir beide noch auf Mallorca wandern. Aber auch danach, also es war einfach nur noch klarer, was wir wollen und was wir für Ziele haben. 5 Monate nach Pauls Hirnschlag segeln sie wieder. Stärker und motivierter als jemals zuvor. Sie verbringen fast jeden Tag zusammen, alleine 220 im Jahr, auf Regatten im Ausland. Es braucht viel Respekt und Verständnis, sonst wäre so eine enge sportliche Konstellation kaum denkbar. So eine Teampartnerschaft gibt es ja oder kennen wir eigentlich nur aus Beziehungen oder Ehen. In unserem Fall ist es tatsächlich eine Sportpartnerschaft, aber eben auf eine ganz besondere, auch sehr intensive Art und Weise.
Und genauso intensiv wird und soll es weitergehen. Am besten nach Tokio zu den Olympischen Spielen im nächsten Jahr. Die U19-Ruderweltmeisterin Alexandra Föster haben wir in dieser Reportage kennengelernt. Und die Segler Alisa Stuhlemmer und Paul Kohlhoff. Sie träumen alle von den Olympischen Spielen und natürlich auch von einer Medaille. Vision Gold wurde Ihnen präsentiert vom weltweiten Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele. Toyota.